Und dann geht's kommen. Im Prinzip war das das Tutorial. Also man hat jetzt einfach ein paar Sachen gelernt, ein bisschen was gesehen. Man kann hier auch nochmal die Aussicht genießen. Ich finde das nämlich wirklich fantastisch gemacht. Also ich finde es atmosphärisch. Gibt einige, die finden Demon's Souls besser, andere Dark Souls. Ich muss sagen, ich finde beide Spiele fantastisch. Wenn man sie beide nicht gespielt hat, sollte man sich wirklich beide holen. Man würde echt sonst was verpassen. Die Spiele sind toll. Wenn ich Dark Souls durchgemacht habe hier mit euch, möchte ich mir auch noch die Demon's Souls Platin Trophy holen. Und mal gucken, wenn ich Lust und Zeit habe, vielleicht habe ich dann auch nochmal so einen Workshop, falls Interesse besteht. Kann ja auch sein, dass mir jetzt alle erzählen, oh, halt die Klappe, wollen wir alles nicht hören und kennen wir alles schon. Okay, wir gehen einfach weiter. Es wird jetzt ein Nachspann folgen. Genießt ihn einfach. Ancient legends, it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Okay, jetzt fängt eigentlich das richtige Dark Souls an, auch wenn viele sagen, das fängt erst im New Game Plus an, also im neuen Spieldurchlauf. Okay, wir rasten jetzt erstmal hier, man sieht schon, man hat einige Sachen hier zusätzlich aufsteigen, das heißt, ab sofort können wir leveln. Womit können wir leveln? Das können wir nur, wenn wir Seelen haben, das steht unten rechts, da haben wir Seelen. Zauber einstimmen, wie gesagt, das geht so, man kann hier jetzt zum Beispiel so einen Zauber rausnehmen und man hat momentan einen Slot. Dann kann man sagen, da wir auch nur einen Zauber besitzen momentan, kann man sagen, okay, Wunder, dann legt man den da rein und dann ist der quasi zauberfähig. Man braucht aber, wie gesagt, einen Talisman oder später halt noch andere Sachen, die es gibt. Ja, da kommt man noch alles dazu. Entfachen. Entfachen heißt, je größer die Flamme, desto mehr Estus-Flakons kriegen wir. Ihr seht da unten, ja, dass wir auf einmal 10 haben. Das heißt, das ist eine etwas größere Flamme. Hier startet man mit 10 Flakons und nicht so wie halt im Tutorial nur mit 5. Man wird später irgendwann eine Sache finden, mit der man das weiter entfachen kann. Das geht dann bis 20. Ich nehme es mal vorweg. Ich glaube, damit spoilere ich nicht zu viel. So, Aushöhlung umkehren. Wie gesagt, man ist halt entweder eine Hülle, so wie jetzt, ja, oder man kann Mensch werden. Dazu braucht man aber Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit, die findet man im Spiel. So, ich kann euch auch zeigen, wo jetzt zum Beispiel eine liegt. Oder ihr habt schon gesehen, beim Boss haben wir auch eine gekriegt. Aber hier ist zum Beispiel eine, das weiß ich. Menschlichkeit. So, jetzt kann man diese verwerten. Sprich also, man kann also sie jetzt hier direkt futtern. Ja, also sie ist sogar in der Schnellleiste hier drin. Ja, mit der Pfeil nach unten Taste kann man hier wechseln. Und könnte sie jetzt nehmen. Da ich aber momentan das nicht unbedingt benötige und die Menschlichkeit ein Bestandteil des Spiels ist, aber auch gefährlich online ist. Weil wenn man menschlich ist, kann man auch wirklich von anderen Spielern infiltriert werden, das heißt also angegriffen werden. Die können also quasi in eure Welt eindringen und euch jagen. Durch gewisse Glitche in dem Spiel und durch gewisse Tricks, ja, ist momentan jeder sogenannte Invader sowieso völlig überdimensioniert ausgestattet. Ja. Das heißt, ich werde euch natürlich diese Aspekte des Spiels später zeigen. Momentan bleibe ich jetzt aber erstmal so, wie ich bin. Die Menschlichkeit verwerte ich jetzt erstmal nicht, weil
ich sie jetzt einfach noch nicht brauche in dieser Art und Weise. Okay. So, ich bin aber in der glücklichen Lage, dass ich ja auch den, den Generalschlüssel geholt habe. Das heißt, wir werden eventuell uns gleich zu Beginn eine etwas stärkere Waffe besorgen, die uns das Leben ein bisschen erleichtert. Das zeige ich euch gleich, wo es die gibt. Ansonsten sind wir jetzt hier in Lordran angekommen. Ja, wunderschöne Gegend. Ja. Und ja, gehen wir einfach mal los. Da ist ja auch schon der erste NPC, mit dem man reden kann. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okay, Auftrag ist klar. Es gibt zwei Glocken. Die soll man läuten, dann passiert was Tolles. Das werden wir tun. Okay, grundsätzlich, so, hier erstmal ein bisschen umgucken. Also, hier haben wir die Menschlichkeit gefunden, dann kann man, wo liegt es lang? Ich glaube hier. Dann kann man hier rumlaufen. Da ist nämlich auch, da sind auch ein paar sehr lustige Sachen versteckt. Hier gibt es Feuerbomben oder Brandbombe. Wenn ich die ganzen Begriffe noch nicht kenne, seht es mir bitte nach. Ich habe bis jetzt alles immer nur in Englisch gespielt. Ja. Und diesmal dachte ich mir, warum nicht mal auf Deutsch erleben? Ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar Aspekte. Hier ist quasi der erste Trainer. Das ist ganz praktisch, weil das ist ein Kleriker. Mit dem reden wir jetzt auch erstmal eine Runde. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Das ist jetzt ganz witzig, ne? Man redet mit dem, ja, und das ist ein Kleriker, also ich weiß es einfach, ja. Und man denkt jetzt, toll, der gibt ja einem nichts. Mich entmutigen lassen, einfach nochmal mit ihm quatschen. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. So, da man immer noch nicht Zugang zu seinem Inventar hat, um auch Sprüche zu lernen, reden wir nochmal mit ihm. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts. And your faith. Okay, man hat auch gesehen, eine Trophäe ist aufgepoppt. Das heißt also, man hat das entsprechende Covenant, also den entsprechenden Eid abgeleistet jetzt. Was kann man mit so einem Eid machen? Im Prinzip kann man jetzt halt da Sachen lernen, Gegenstände kaufen, zum Beispiel hier verschiedene Sprüche. Man sieht auch gleich, das kostet einen Haufen Seelen. Ja, also man kann da noch nicht viel machen. Ich würde auch jetzt für den Anfang gar nichts empfehlen, dass man jetzt erstmal Heilung dabei hat. Das reicht erstmal. Und damit kommen wir erstmal gut klar. Ja, ansonsten kann man hier noch verschiedene Talismänner kaufen, Talismans, wie auch immer. Und da wir aber auch schon einen haben und der auch recht gut ist, lassen wir das einfach. Okay. Was man noch machen kann, ist hier Gesten lernen. Ich finde, die Gesten sind alle witzig. Ja, sollte man alle lernen. So. Die hat man so. Jetzt hat man eine neue Geste gelernt. Zeige ich euch gleich, wie man Gesten macht. Ansonsten brauchen wir jetzt erstmal hier nichts. Der Eid ist sowieso geleistet. Und das können wir erstmal verlassen. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Was man sich merken sollte also bei NPCs, ist immer so lange mit denen quatschen, bis wirklich
sich entweder alles wiederholt, somit dass nichts Neues mehr kommt, dann hat man alles erreicht. Ja, auf jeden Fall nicht nur einmal reden, immer wiederholen, weil manche brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie genau das sagen, was man braucht. So, was kann man hier noch machen? Man kann hier ein bisschen hochgehen, weil hier findet man gleich noch ein paar nützliche Dinge, zum Beispiel noch ein paar Seelen, vielleicht können wir gleich noch ein bisschen leveln. Ja, so, hier haben wir eine Seele. Das sind alles Sachen, die, wenn man die verbraucht, dann bieten die einem Seelen und schreiben sie einem aufs Konto gut. Ja, hier ist momentan nichts. Später wird sich das alles hier verändern. Das werden wir aber noch sehen. Also erstmal hier runter. So, jetzt gibt es hier ein paar Kisten. Hier finden wir jetzt noch ein paar Sachen. So. Ja, geborstener roter Augapfel. Was kann man damit machen? Damit kann man in andere Welten einbrechen. Sprich also infiltrieren, ein Invader sein. Dazu ist es ganz einfach. Man hat sie jetzt schon hier sogar in der Schnellstartleiste liegen. Ich mache die meistens frei, weil mich die Sachen eher stören. Ich halte nur Flakons und Menschlichkeit in der Regel, sonst habe ich nichts da drin. Das heißt also, die Brandbombe kann raus. Brauchen wir nicht unbedingt. Ja, die Seele kann erstmal raus und der geborstene Augapfel kann auch raus. Wobei, erst will ich euch zeigen, was man damit machen kann. Er ist jetzt hier ausgegraut, also schwarz. Er ist also nicht benutzbar. Das merkt man dann immer. Dann kommt so eine Animation, wenn das nicht geht. Ja, wenn man das Viereck drückt. In diesem Gebiet kann man kein PvP machen. Also man kann nirgendwo infiltrieren. Das kann man nur dann, wenn das Ding auch wirklich benutzbar ist. Deswegen uninteressant für uns. Wollen wir eh nicht. Ja, raus damit. Gut. So. Oh, gucken wir einfach in die nächsten Sachen rein. Talisman Morgenstern. Ja. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Aber das ist ein leerer Charakter. Also nehmen wir mit, was wir können. Heimkehrknochen, das ist interessant. Damit kann man jederzeit an das letztgespeicherte Leuchtfeuer zurückkehren. Ja, also sich quasi hinbeamen. Ja. Falls man wirklich nicht mehr weiterkommt und man sagt, ach, das bringt jetzt alles nicht mehr, ich möchte zurück. Oder falls man ein Gebiet irgendwie an einem Leuchtfeuer vorbeigelaufen ist und nochmal... oder es nochmal neu machen will, was auch immer einen dazu bewegt. Wir werden im Laufe des Spiels werden wir auf jeden Fall Ursachen finden oder Gründe finden, um zurückzuporten. Ja? Brauchen wir im Moment auch nicht, deswegen legen wir das auch aus der Schnellstartleiste raus. So, jetzt machen wir es ein bisschen spannender. Ja, ne, hier kommt noch was. Was haben wir hier? Ah ja, Lloyds Talisman. Das ist auch ein interessanter Gegenstand. Ich kenne ihn eigentlich nur aus dem PvP. Sonst habe ich mir eigentlich nie genauer angeguckt, weil man damit Folgendes machen kann. Genau, damit kann sich der Gegner nicht heilen, ja, weil man die Estus-Regeneration halt unterbindet. Und das ist für mich ein reines PvP-Item. Ob man es noch im PvE irgendwie braucht, werden wir dann auch feststellen. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. So, dann hat man das hier alles geschafft, kommt hier aber wirklich nicht mehr raus. Das ist ein bisschen das Kritische an der ganzen Sache. Man muss dann quasi hier runter. Da unten sieht man schon so ein paar Schwerter rausragen und sonstiges. Ja, da hinten leuchtet aber auch was. Das verleitet natürlich immer dazu, dann da durchzulaufen. Das werden wir auch gleich tun, wenn wir gelevelt haben. Hier empfehle ich einfach runter. Und sich gar nicht lange aufzuhalten, weil die Skelette, die schafft man einfach nicht. Ja? Also man ist einfach noch zu früh. Einfach hier die Treppe hoch. Da ist der Rabe, der uns rübergebracht hat. Der sitzt da immer. Der hat auch irgendwo hier sein Nest. Das zeige ich euch auch mal später. Am besten spurten, dazu hält man die Kreistaste gedrückt. Ich laufe jetzt extra hier lang, weil ich genau weiß, dass hier noch Seelen liegen. Die nehmen wir dann noch mit und dann kommen wir mit einer schnellen Rollbewegung immer runter. Und am besten zurück zum Leuchtfeuer, das ist hier. Hinsetzen, weil, wie gesagt, man resettet quasi die Umgebung. Das heißt also, selbst wenn einen jetzt was verfolgt hätte, die Skelette noch, dann verschwinden die wieder. Die werden dann halt wieder so halt an ihren Platz zurückgemacht. Das ist auch ganz gut. Ja? Also man sollte immer wissen, wann man das einsetzt. So. Ansonsten gibt es hier nichts zu erleben letztendlich. Ich glaube aber hier drüben war noch eine Seele. Moment. Genau, da. So, und dann hatte ich ja versprochen, dass wir mit dem Generalschlüssel in der Lage sind, ja uns besseres Schwert zu besorgen. Können wir machen. Weil dann haben wir es gleich am Anfang ein bisschen leichter, bevor wir genau nämlich da hoch müssen. Weil da geht das Spiel dann quasi los. Da geht es in die Burg rein. Und das ganze Gestrüpp mal weg hier.
Und da geht es oben in die Burg rein und da findet